Ja, der nächste Vortrag, 23 Wege für deine Rechte zu kämpfen. Kurze Story. Dieses Jahr habe ich 55 Cent investiert, um den Brief abzuschicken, um mich bei der Verfassungsklage zu beteiligen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, das war für mich persönlich ein super Gefühl, mich daran beteiligt zu haben. Es ist ein kleiner Schritt, aber ich denke, Herr Schäuble, ich bin dicht hinter Ihnen. Und weitere Wege, wie man sich beteiligen kann und wie man für seine Bürgerrechte kämpfen kann, sagt jetzt Markus Beckedahl aus Berlin. Bitte schön. Ja, hallo. Ich muss ein bisschen improvisieren hier beim Weiterschalten der Folien. Ich hoffe, das stört dann nicht so. Ich schreibe das Weblog Netzpolitik. Ich glaube, das kennen einige hier. Wer kennt das? Ich glaube dann, ja, es ist halt ein Weblog über Politik im Netz und Netzpolitik. Da muss ich das nicht so groß vorstellen. Die nächste Dreiviertelstunde werde ich darüber reden, wie man sich selbst engagieren kann. Das ist manchmal vermittelt das ein ganz gutes Gefühl bei all den Ohnmachtsmeldungen, die man den ganzen Tag liest. Wenn man nur mal Heise irgendwie überfliegt oder Golem oder andere Medien, dann denkt man ja eigentlich, die ganze Welt geht unter. Datenschutz, Urheberrecht, Netzneutralität und so weiter. Und das ganze Internet ist in Gefahr. Aber ich habe persönlich gemerkt, wenn man sich ein bisschen engagiert, dann kann man so dieses negative Gefühl in ein positives Gefühl umwandeln und man tut was und dieses Aktivistische, das macht auch noch eine ganze Menge Spaß. Und da möchte ich so einen kleinen Überblick geben, was man alles so tun kann mit den eigenen Fähigkeiten. Ich habe mal so einfach 23 kurze Hilfestellungen oder Thesen irgendwie zusammengefasst, was jeder mit seinen eigenen persönlichen Fähigkeiten machen kann. Also vermutlich können die wenigsten alle 23 Punkte machen, aber für jeden dürfte was dabei sein, je nach den eigenen Qualifikationen. Und ich werde da jedes Mal was zu erzählen, was so meine Erfahrungen waren oder was ich gehört habe. Also ich zum Beispiel Jurist bin ich nicht, da habe ich nicht so viel Ahnung vom Klagen, aber dazu später. So, aufgeteilt ist es so in verschiedene Themenbereiche. Anfangen tue ich mit Lobbyismus. Lobbyismus ist leider eine Sache, die nicht besonders viel Spaß macht. Auch wenn man es tut, so im Gegensatz zum ganzen Aktivismuszeug. Aber Lobbyismus ist eigentlich so mit das Wichtigste und wir brauchen mehr Menschen, die Lobbyismus machen, weil die Politiker, die entscheiden über unsere Gesetze, die Politiker haben nach unseren Erfahrungen nach meistens absolut keine Ahnung vom digitalen Zeitalter. Die wenigsten nutzen Internet. Meistens kann man froh sein, wenn die Mitarbeiter irgendwie die E-Mails ausdrucken und das Internet nutzen. Aber wir haben eine ganz große, ja, Wissenslücke bei den Themen der digitalen Gesellschaft, bei Politikern. Und meine These ist, dass das generell mit der digitalen Spaltung in der Gesellschaft zusammenhängt. Also wenn man sich mal anschaut, wir haben eine digitale Spaltung so zwischen den unter 35, 40-Jährigen, Ausnahmen bestätigen die Regel, und denjenigen, die älter sind. Die Jüngeren, die sind im Netz. Die sind, leben und denken digital, mehr oder weniger. Also hier wahrscheinlich alle mehr, woanders alle ein bisschen weniger. Ja, und die über 35, 40-Jährigen, ja, die lesen immer nur in der Zeitung, weil es so ganz alles Schlimmes im Internet gibt und so weiter. Aber das sind meistens die Menschen, die einerseits sämtliche wichtigen Stellungen innerhalb unserer Gesellschaft innehaben, wie zum Beispiel Journalisten, wie zum Beispiel Politiker. Und ja, wenn die keine Ahnung vom Internet haben, wenn sie nur Angst davor haben, dann machen sie auch schlechte Gesetze. Und das müssen wir mittelfristig bis langfristig ändern. Kurzfristig sehe ich da immer noch kleine Probleme. Da sollte man sich nicht so viel Hoffnung machen. Aber wenn man sich engagiert, wenn viele Menschen anfangen, Politiker zu schulen, Politikern irgendwie das digitale Zeitalter ein bisschen näher zu bringen, dann sehe ich große Chancen, dass man mittelfristig vielleicht mal endlich sinnvolle Rahmengesetzgebung fürs Internet schaffen kann. Und ja, am einfachsten ist es natürlich immer, man kontaktiert seinen eigenen Abgeordneten. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, es gibt so Wahlkreise in Deutschland. In so einem Wahlkreis, in Berlin gibt es so mehrere Wahlkreise, da ist immer ein Abgeordneter mindestens im Bundestag. Manchmal sind auch zwei im Bundestag, wenn jemand über eine Landesliste oder so reinkommt. Meine Erfahrung so generell mit Politikern ist, am meisten hören Politiker auf einen, wenn man aus dem eigenen Wahlkreis kommt. Weil wenn ich mich an irgendeinen CDU-Politiker in Bayern wende, und ich wohne hier in Berlin, dann ja, interessiert das den nicht so besonders, wie wenn ich mich an einen Berliner Wahlkreisabgeordneten wende. Und es gibt so verschiedene Wege,
Kontakt aufzunehmen mit so einem Politiker. Leider führt so gut wie keiner einen Weblog, deswegen sind die Kommentarfunktionen meistens kein Weg. Man kann es per E-Mail versuchen. E-Mail ist meistens das Problem, das bringt überhaupt nichts. Also man schickt eine E-Mail an seinen Abgeordneten, meistens haben die vorgefertigte Mustertexte von dem einzigen Experten der Fraktion, der sich mit so einem Thema beschäftigt, das sind meistens irgendwelche Referenten, und man kriegt so einen Mustertext zurückgeschickt. Das kriegen wir manchmal raus, so wenn halt verschiedene Menschen aus verschiedenen Wahlkreisen verschiedene Abgeordnete der SPD anschreiben. Und wenn wir alle dieselbe Antwort zurückbekommen, obwohl es eigentlich verschiedene Abgeordnete sind, dann weiß man halt, okay, das ist ein bisschen faul. Ja. Also E-Mail ist halt ja ein kleines Problem, oder was heißt kleines Problem, ist halt das Unnützigste, zumal wenn man halt ja vorgedruckte Kampagnen-E-Mails oder so weiter verwendet. So. Also es werden auch ganz gerne Petitionen gemacht, schick eine Mail an irgendwie alle Abgeordneten. Mittlerweile wissen die Abgeordnetenmitarbeiter auch, wie man Outlook bedient und wie man den Spamfilter einsetzt, deswegen nicht so sinnvoll. Es gibt aber sinnvollere Wege. Also wenn man kann sich die Mühe machen, einen Fax zu schicken. Ein Fax ist zum Beispiel schon ein bisschen mächtiger als eine E-Mail, weil kein Spamfilter, und die Abgeordnetenmitarbeiter müssen es erstmal in die Hand nehmen. Sie müssen sich zumindest mal ganz kurz damit beschäftigen, es überfliegen, und meistens bekommt man eher eine Antwort, wenn man einen Fax schickt oder einen Brief schickt, als wenn man eine E-Mail schickt. Das mag uns verwundern, aber wenn man sich halt die Mitarbeiteralterstruktur im Bundestag anschaut, dann ist es für die echt einfacher, einen Brief zu schreiben, als eine E-Mail zu beantworten. Eine andere Möglichkeit sind so diese verschiedenen E-Democracy-Portale, die es mittlerweile im Internet gibt. Ganz neu sind so direkt zur Kanzlerin zum Beispiel hier aus Berlin, ist meiner Meinung nach nicht besonders sinnvoll. Da kann man halt irgendwie so einen Videobeitrag oder einen Textbeitrag oder sonst irgendwas hinschicken. Und die haben dann so ein ganz komisches Auswahlverfahren. Da muss man dann erstmal irgendwie so einen Auswahlprozess durchlaufen, der ein bisschen intransparent ist. Und dann werden so drei Fragen, egal welcher medialer Form, pro Woche ausgesucht von so einer Jury, die weitergeleitet werden an das Bundespresseamt. Und das Bundespresseamt beantwortet dann die Fragen. Und dieses ganze Portal ist eigentlich so eine komplette Politiksimulation, relativ unnützig, weil man kann sofort eine E-Mail an das Bundespresseamt schicken. Man bekommt genauso eine Antwort. Eine andere Sache ist so eine Plattform aus Bayern, die gerade irgendwie überall rumläuft und sagt, wir machen jetzt Basisdemokratie, trupoli.com, ist auch relativer Schwachsinn, weil da kann man halt Politiker-Aussagen bewerten. Ja, dahinter stecken aber irgendwie so leicht zwielichtige Investoren, und die wollen einfach mit den Meinungsforschungsdaten dahinter Geld verdienen. Das ist das Geschäftsmodell. Und für unsere Anliegen bringt es halt überhaupt nichts, wenn man seine Zeit da vergeudet, für die eigentlich die Arbeit zu erledigen und irgendwelchen CSU-Menschen dann irgendwie Geld in die Kasse zu scheffeln. Als einziges Tool, was sinnvoll ist, wie wir festgestellt haben, kann man eigentlich abgeordnetenwatch.de nennen. Das ist eine Plattform von Mehr Demokratie e.V. in Hamburg, und sehr sinnvoll. Also man kann Abgeordneten im Bundestag und mittlerweile auch im Europaparlament Fragen stellen. Auch die haben so ein relativ komplexes irgendwie Auswahlverfahren, was kommt oder was nicht, aber die meisten und vor allen Dingen die intelligenten Fragen kommen in der Regel alle durch. Dann stehen diese Fragen, die man eigentlich auch per E-Mail schicken kann, bei Abgeordnetenwatch drinne. Unter dem Namen des jeweiligen Abgeordneten. Sehr sinnvoll ist, dass es mittlerweile eine News.Google-Anbindung gibt. Das heißt, spätestens wenn die Abgeordneten bei news.google.de ihren Namen eingeben, finden sie auch da eine offenstehende Frage. Und wir finden das auch. Und Journalisten finden das. Und wenn Abgeordnete nicht darauf antworten, dann sieht das halt ein bisschen blöd aus. So, ne? Also nicht für uns, sondern für die Abgeordneten. Und wenn die Abgeordneten irgendwas Dummes antworten, so wie Herr Wiefelpütz irgendwie von der SPD es ganz gerne macht, dann sieht es auch ein bisschen blöd aus für ihn, aber nicht für uns, weil wir können das Ganze gut nutzen, um darauf in Blogs hinzuweisen, dass halt Herr Wiefelpütz irgendwie nicht besonders am Bürgerdialog interessiert ist. Auf jeden Fall, ja, Abgeordnetenwatch ist am sinnvollsten. Ansonsten geht in die Bürgersprechstunden der Abgeordneten. Meldet euch da einfach mal an. Also auch in Bayern sind irgendwie die Abgeordneten mindestens jede zweite Woche zu Hause, weil hier in Berlin sind die eigentlich nur jede zweite Woche und der Rest ist man im Wahlkreis, die nächste Wahl und so vorzubereiten. Und da gibt es Bürgersprechstunden. Da kann man sich einfach mal anmelden, da kann man hingehen, da muss man auch ein paar Regeln
befolgen oder beachten, genau wie in der jeglichen Kommunikation mit dem Politiker. Das sind so Grundregeln wie nicht beleidigen. Also das finden die gar nicht so cool und das ist eigentlich auch für uns Zeitverschwendung, wenn man da einfach mal hingeht und einen Politiker anpöbelt. Das ist sogar eher schlecht für unsere Anliegen. Also, auch wenn es manchmal berechtigt sein könnte, höflich sein. Dann muss man halt natürlich immer beachten, zu welcher Partei geht man hin. Das ist natürlich die Grundfrage, wie argumentiert man? Also wenn man zur CDU geht, kommt es nicht so gut, mit Datenschutz zu argumentieren. Das interessiert die einfach nicht. Es sind so unsere Erfahrungen. CDU immer Arbeitsplätze. Arbeitsplätze sichern, am besten im Wahlkreis. Kommt am besten an. Bei den anderen Parteien ist so Datenschutz immer ganz gut so. Also bei der SPD halt, auch nicht bei allen, so bei manchen so, aber so die ganzen Oppositionsparteien, Datenschutz, Bürgerrechte kommt gut an im Moment. Je nachdem, also bei der FDP kann man auch noch zusätzlich irgendwie mit Arbeitsplätzen argumentieren, SPD und Grüne auch. Bei der Linkspartei, ja, kommt auf ein Abwort und an, manchmal auch mit Sozialismus oder sonst irgendwie. Ein paar Kampfvokabeln aus dem, von früher. Ja, natürlich ist es dann auch manchmal ein bisschen sinnvoll, die Kleidung zu beachten. Also, wenn ich zum CDUler gehe, dann verkleide ich mich. Also, dann ziehe ich mir auch einen Anzug an so und rasiere mich vorher. Man sollte sich auch vorher geduscht haben, so, ne? Also bei allen Politikern am besten. ja, das, ich habe ja nicht so viel Zeit. Ich sehe auch gerade, das war auch schon meine zweite Folie. Das ist alles so blöd hier mit diesem. Nee, oder? Nee, dann. Ah, okay. Ja, eine andere Sache ist, man kann Organisationen adoptieren. Also wir haben festgestellt, vor allen Dingen jetzt in der Sache mit der Vorratsdatenspeicherung, je mehr Organisationen wir hinter uns haben, umso mehr Eindruck macht das bei den Medien. Wenn jetzt irgendwie 60 Organisationen uns unterstützen bei der Vorratsdatenspeicherung, dann klingt das nach einem riesigen gesellschaftlichen Bündnis. Okay, wir wissen, das ist alles auch, also es ist jetzt nicht so, dass halt diese 60 Organisationen, die halt theoretisch irgendwie 40 Millionen Deutsche vertreten, dass 40 Millionen Deutsche wissen, worum es geht. Es ist manchmal sinnvoll, wenn man ein oder zwei Personen in einer Organisation überzeugt, die halt an einflussreicher Stelle in dieser Organisation sitzen, dass es sinnvoll ist, wenn diese Organisation uns unterstützt. Für uns ist es halt zum Beispiel ganz praktisch, wenn wir gute Kontakte zu Verdi haben, dass wir halt sagen können, ja, Verdi unterstützt uns. 4 Millionen Gewerkschaftler, oder wie viele haben die? 3 Millionen, keine Ahnung, unterstützen uns. Das reicht manchmal, wenn man da echt nur 2 oder 3 Leute kennt in dem Apparat, die sich da wiederum für einsetzen, dass dann der Vorsitzende so eine Pressemitteilung vorformuliert bekommt. Das können wir auch denen schreiben, dass man ihnen ihre inhaltlichen Positionen schreibt und so weiter. Und da dann irgendwelche Leute in der Organisation mit rumlaufen und einfach mal Mehrheiten organisieren. Das ist manchmal einfacher als gedacht, vor allen Dingen bei unseren Themen, weil bei unseren Themen meistens versteht das keiner und alle stimmen dafür, weil wenn man richtig argumentiert, kommt das ganz gut. Man gibt sich so ein bisschen Zukunftsnähe, man gibt sich so ein bisschen Progressivität, man gibt sich ein bisschen Technikfreundlichkeit und vor allen Dingen bei älteren Organisationen ist es so ganz gern gesehen. Ja, und da sollte man halt, wenn man in einer Organisation ist, beispielsweise man ist in der Gewerkschaft oder Interessenverband oder sonst irgendwie, mal schauen, wer ist für unsere Themen zuständig. Mal mit den betreffenden Leuten Kontakt aufnehmen und Hilfe anbieten. Hilfe anbieten, ihnen einfach was zu erklären, was da gerade abläuft. Hilfe anbieten, irgendwelche Positionen zu formulieren. Oder Hilfe anbieten, mal selbst als Vortragender vorbeizukommen. Es gibt jetzt auch beispielsweise die freiheitsredner.de. Da haben sich schon ganz viele Menschen gemeldet, die halt dann lokal zu irgendwelchen Juso-Ortsgruppen, Grünen, Mitgliederversammlungen und Gewerkschaftstreffen hinfahren und über Freiheit reden, über Datenschutz reden und so weiter. Also macht solche Angebote, die schreien fast danach. Also die schreien nicht danach, aber der Bedarf ist da und wir müssen die Angebote liefern. Ja, eine Sache, die einmal gut geklappt hat. Ja, ich muss noch was trinken. Petitionen schreiben. Der Bundestag hat so ein Petitionssystem, was technisch gesehen mehr schlecht als recht ist, aber besser als nichts. Da kann man Petitionen einreichen. Auch da gibt es ein kompliziertes System, welche Petitionen genommen werden und welche nicht. Aber im letzten Jahr hatten wir eine Petition zu Wahlcomputern. Die hat irgendwer da einfach mal reingestellt und wir haben dann festgestellt, oh, damit kann man ganz gut Campaigning machen.
Und das war, glaube ich, die zweiterfolgreichste Kampagne, nur die Praktikumsausbeutungspetition irgendwie hat mehr Stimmen bekommen letztes Jahr. Und man hat dann so 1 oder 2 Monate Zeit und kann Unterstützer sammeln. Und wir hatten bei den Wahlcomputern ca. 40.000 oder 45.000 Unterstützer. Es wären eigentlich mehr, weil der Server ist mal zusammengebrochen, weil wahrscheinlich zu viele Blogs drauf verlinkt haben und sonstige Sachen. Aber als Kampagnenmittel, wenn man eine gute Petition hat und wenn man es schafft, relativ schnell relativ viele Unterstützer zu bekommen, kann man da wiederum medial relativ viel machen. Und medial ist immer wichtig, weil Politiker hören gerne auf die Medien. So, ne? Also über die Medien werden wir auch mehr wahrgenommen mit unseren Themen. Deswegen Petitionen schreiben, ja, jetzt setzt euch nicht alle hin und schreibt alle lauter Petitionen, aber wenn es mal gute gibt, unterstützt sie. Ja, eine Sache für Juristen. Ich bin leider kein Jurist, aber wie wir alle wissen, jetzt auch spätestens von der Vorratsdatenspeicherung, Klagen hilft. Allein schon die Ankündigung einer Klage kann man echt ein halbes Jahr mit in den Medien bleiben, wenn man immer mehr Unterstützer und so weiter sammelt. Mittlerweile sind wir bei 25.000 Unterstützern angelangt. Es könnten 30.000 werden, es könnten noch ein paar mehr werden, weil fleißige Bienchen sammeln die ganze Zeit und zählen die. Und das dauert halt eine Zeit lang, weil, ja, analog und so weiter. Auf jeden Fall, Klagen hilft viel. Also in den USA gibt es beispielsweise die Electronic Frontier Foundation, deren einzige Aufgabe ist es nur noch irgendwie zu klagen. Die haben halt einen Haufen Anwälte und die klagen gegen alles, was irgendwie halbwegs eine Chance hat. Und dann, die haben natürlich auch irgendwie das amerikanische Politiksystem und Bush und zu wenig Geld und naja, also, aber für Anwälte reicht so. Auf jeden Fall, wir müssen auch in Deutschland mehr klagen. Und vor allen Dingen andere Sachen, also wenn man sich so die ganze Internetgesetzgebung anschaut, da gibt es unzählige Gesetze. Also selbst ich verliere da manchmal den Überblick über so einzelne Gesetze, Paragraphen und so weiter. Auf jeden Fall brauchen wir Anwälte, die einerseits in der Lage sind, diese einzelnen Gesetze zu übersetzen. Was steht da überhaupt drin? Was sind einfach die Kernproblemfelder? Also rechtliche Analysen zu schreiben, gleichzeitig ja, den Überblick zu behalten. Wie werden die Gesetze geändert? Was ist da für eine juristische Folgenabschätzung dahinter? Was bedeuten diese Gesetze, wenn sie auf uns losgelassen werden? Oder was verursachen diese alten Gesetze für Probleme? Und wie könnte man diese Gesetze umformulieren, damit wir weniger Probleme haben mit Abmahnwesen und so weiter, was es da alles gibt? Da brauchen wir mehr Unterstützung, weil es gibt leider, also man hört ja immer, es gibt so viele Anwälte in Deutschland, weil jeder auf einmal Jura studiert hat im letzten Jahrzehnt, aber wir brauchen mehr, die uns helfen. Also wenn ihr Anwälte kennt und anscheinend haben die nicht so viel Arbeit im Moment, dann auf unsere Seite bringen, überzeugen, dass sie uns helfen. Ja, zweiter Punkt. Wir sind die Medien. Das erste Punkt war Lobbyismus und so weiter. Wahrscheinlich haben die meisten hier einen Weblog mittlerweile. Wer hat einen Weblog? Noch nicht mehr? Aber na gut, notfalls habt ihr alle bei Facebook oder StudiVZ oder sonst wie einen Account. Auch nicht? Ah. Okay, Wikipedia zählt auch. Wer hat keinen Weblog? Na gut, okay, Grundregel Nummer 1, schafft euch mal Weblogs an. Weil kostet nichts, kann man auch zu irgendwelchen Providern gehen. Was ganz lustig ist mit Weblogs ist, sie übernehmen eine viel wichtigere Rolle zukünftig. Also früher hatten wir so dieses Gatekeeper-System, Medien, wenige Kanäle, im Radio, Fernsehen, wenige Zeitungen und so weiter. Die haben die Realität geschaffen. Mittlerweile sind wir auf dem Weg hin zu so einer netzwerkzentrierten Kommunikationsgesellschaft. Das heißt, wir haben neue Knotenpunkte und so weiter, Nachrichten pflanzen sich immer weiter fort, wir haben neue Gatekeeper, wir haben mittlerweile einige Gatekeeper in unserer Hand, von Chaos Radio über Fefes Blog, Netzpolitik, ein Haufen anderer Blogs, Rabenhorst, die gute Arbeit liefern. Und das ist relativ sinnvoll. Aber Medien oder Journalisten lassen sich auch ganz gern davon beeindrucken, wie viele Weblogs auf welche Artikel gerade verweisen. Und sagen wir mal, jeder hier hätte einen Weblog und jeder hier würde auf die neueste Chaos Radio Folge verlinken innerhalb von 2 Tagen. Dann wäre das so ein bombastischer Erfolg in sämtlichen Weblog-Tracking-Systemen, dass sämtliche Journalisten erstmal nachgucken müssten, was ist da für ein riesiger Erfolgrad zu sehen. Also mit anderen Worten, man kann da auch ein bisschen rumspielen, man kann halt auch große Masse darstellen und mit großer Masse von Weblogs Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Eine andere Sache ist, was wir festgestellt haben, die meisten Journalisten sind nicht bösartig. Auch wenn es da im Moment manche gibt, die irgendwie das Internet verfluchen und am liebsten die Zeit zurückdrehen wollen würden. Aber das ist auch ähnlich wie mit Politikern. Also einfach, die verstehen es nicht.
Aber man kann es ihnen erklären. Man kann versuchen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, sich als Hintergrund Gesprächspartner anzubieten, ihnen zu erklären, was da alles passiert. Das kann man bei nationalen Zeitungen machen. Das ist aber noch eigentlich wichtiger bei lokalen Käseblättern. Weil lokale Käseblätter, das lesen unsere Eltern. Unsere Eltern erreichen wir nicht über Heise oder andere Sachen. Auch nicht alle Eltern lesen die Süddeutsche oder sonst irgendwie, die noch am nächsten irgendwie über sowas berichten. Aber wieso nicht mal als lokaler Chaostreff, als lokale sonstige Gruppierung Kontakt aufnehmen zu euren lokalen Journalisten und eure Hilfe anbieten. Natürlich ist es bei Lokaljournalisten dann immer ganz sinnvoll, wenn man irgendeinen Lokalbezug mitbringt. Sehr hilfreich ist auch immer Arbeitsplätze, also beim Paragraph 202, irgendwie Hackerparagraphen und so weiter, wäre das ganz sinnvoll gewesen, aber auch bei anderen Sachen so, ne? Urheberrecht kann man jetzt darauf hinweisen, dass irgendwie lauter Jugendliche irgendwie vom Schulhof irgendwie weggeklagt werden oder sonst irgendwelche Sachen. Also es gibt eine ganze Menge Themen, man muss immer so ein bisschen den Bezug finden, aber macht es einfach. Ja, eine andere Sache ist, es gibt eine ganze Menge Initiativen, Organisationen und die haben meistens wenig Ressourcen für Pressearbeit. Also selbst der Chaos Computer Club hat das Problem, es passiert einfach viel zu viel, als dass die wenigen fleißigen Bienchen irgendwie auf alles mit einer Pressemitteilung reagieren können. So, der AK-Vorratsdatenspeicherung kriegt es mittlerweile hin, alle zwei Tage eine Pressemitteilung rauszugeben, aber da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge Menschen. Aber es gibt so viele verschiedene Initiativen und Organisationen, sei es mal aus unserem Umfeld, sei es mal Gewerkschaften oder sonst irgendwie, wo wir beim Punkt von eben wieder waren, die man einfach unterstützen kann, denen man helfen kann, irgendwie Pressemitteilungen zu schreiben. Natürlich kann auch nicht jeder eine Pressemitteilung schreiben, aber man kann halt schauen, was haben andere geschrieben, kann das so ein bisschen umschreiben und sonst irgendwie. Und mittelfristig können wir da auch mal irgendwelche Infrastrukturen aufbauen, wo man halt so Musterpressemitteilungen zu allen möglichen Themen irgendwie reinstellt und die kann man dann leicht abgewandelt überall verwenden. Wie die Politiker? Ja, ja, die schreiben auch alle voneinander ab so, ne? Also da gibt es auch immer den Fachreferenten, der macht die Blaupause und der Rest, der setzt deinen Namen rein und tut das noch ein bisschen umschreiben so. Ja, was so eine sehr wichtige Sache ist, was wir leider viel zu wenig tun, ist Monitoring und Recherche von Lobbygruppen, Politikprozessen und Industrien. Das ist auch, technisch gesehen haben wir da noch ein kleines Problem. Wir haben leider noch nicht die maschinenlesbare Regierung. Die ganzen Informationen auf bundestag.de und so weiter sind leider auch noch nicht so offen zugänglich, dass wir da irgendwelche coolen Skripte schreiben können, die halt die Informationen runterziehen und mal mit anderen Datenbanken überdecken, wie es in den USA möglich ist. Aber wir müssen das viel mehr tun, wir müssen viel mehr wissen, wer steht auf der anderen Seite, welche Interessen haben die, mit welchen Politikern sind die verwoben. Weil es wäre mal ganz interessant herauszufinden, warum die CDU eigentlich noch nie in der Lage war, eine vernünftige netzpolitische Position zu schreiben. Und das erklärt sich eigentlich, wenn man sich mal anschaut, wo die ganzen Abgeordneten in welchen Aufsichtsräten und sonst irgendwie drinnen sitzen. Aber das muss man einfach mal alles irgendwie visualisieren. Man muss das alles mal, ja, die Netzwerke aufdecken und schauen, wie die arbeiten und was sie vorhaben. Wenn man sich anschaut, wie professionelle Lobbyagenturen zum Beispiel arbeiten, die haben dann so Begriffe wie Issue Management und sonstige Sachen, die schauen sich an, wo sind Gesetzesentwürfe in der Planung, in der Verwaltungsebene. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung anschaut, die Vorratsdatenspeicherung ist groß in die Medien gekommen und ist groß kampagnenfähig geworden, als schon alles gelaufen war. Und wir müssen eigentlich viel früher ansetzen. Wir müssen ansetzen, wenn irgendwie auf Verwaltungsebene sich Beamte treffen und halt überlegen, man müsste da mal ein Gesetz schaffen und nicht erst irgendwie, wenn die das Ganze irgendwann mal auf der EU-Ebene beschlossen haben und die Deutschen sagen, na, wir können nichts mehr anderes machen, als das abzusegnen. Also wir müssen viel früher rankommen an Informationen, dass Gesetze geplant sind und wir müssen viel früher mit dem Lobbying starten. Und das geht eigentlich hin und her mit einerseits Monitoring, was sind da für Netzwerke, die welche Interessen haben und andererseits viel früher ansetzen bei politischen Gesetzesvorhaben, um viel früher kampagnenfähig und handlungsfähig zu sein. Aber interessiert auch nicht jeden, ist auch relativ stocktrocken, aber kann man irgendwann mal technisch lösen. Also in den USA gibt es eine ganze Menge coole Transparenzprojekte, die nehmen dann halt die Wahlkampfspenden-Datenbanken und überlappen das mit anderen Datenbanken, machen da coole Mashups und dann kommen halt Informationen automatisch raus, ja, woran man erkennen kann, wer wird durch wen finanziert und hat wie abgestimmt und so weiter.
Und das macht sich dann immer ganz gut in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn man darauf hinweisen kann, dass ein Abgeordneter befangen ist, wenn man auch Beweise dafür hat. Weil darauf hinweisen kann man immer, die Beweise sind relativ wichtig. Ja, auch eine sehr schöne Sache. Wir sind die Medien. Wir müssen mehr mit Videos arbeiten oder mit Filmen und so weiter. Also zum Beispiel haben wir mittlerweile unseren eigenen starken Radiosender, das Chaos Radio. Da macht Tim Britlaff echt gute Arbeit, um einerseits Hintergrundinformationen zu liefern. Also man hört sich so eine Folge Chaos Radio an und man hat zu einem Thema ganzen Argumentationen, man hat die ganzen Hintergrundinformationen, man kann es in der Bahn hören, man kann es beim Einschlafen hören und. Sehr schön. Eine andere Sache ist, so mit eigenen Videoclips ist halt auch erstmal, wir müssen halt anfangen oder noch mehr als bisher, alles was im Fernsehen kommt, alles was in den Medien kommt, aufzunehmen. Also wenn Schäuble irgendwas wo gesagt hat, aufnehmen, weil das kann man alles prima remixen. Also wir brauchen so viele Informationen, die sie haben. Also allein der Merkel-Podcast, die podcastet jetzt seit einem Jahr. Innerlich ist da nicht so viel zu sagen und nicht so viel drin, so, weil sie liest da vom Teleprompter ihre vorgefertigten Texte ab. Aber wenn man dieses ganze Material von einem Jahr mal nimmt und mal kreativ zusammenmixt, dann kann man da so coole Mashups mit rausmachen, die so gut viral funktionieren, weil dann spricht sie sich auf einmal für alles aus. Also je nachdem, was man ihr für Worte in den Mund legt oder wie man die Worte in die richtige Reihenfolge bringt. Und das ist halt, ja, sehr nett. Also zuletzt hatten wir mal den Fall, da hat Wolfgang Schäuble zum ersten Mal ins Internet gesprochen, also in so einer Videobotschaft und hat den neuen Pass irgendwie präsentiert. Und wir hatten halt die Idee, müsste man remixen, Spreeblick, das Weblog hat die Idee übernommen und haben dann einen echt coolen Mashup rausgemacht, wo Wolfgang Schäuble auf einmal so irgendwie das Gegenteil erzählte. Und der Remix war eigentlich viel erfolgreicher und ging durch die ganzen Weblogs. Und das ist einerseits sehr sinnvoll zu unserer Motivation, Spaß haben, sich mit Politikern auseinandersetzen. Andererseits sind das dann auch Remixe, also so in Form von Kommunikationsguerilla, die sich auch ja die neue Zielgruppen erschließen. Leute, die sich sonst nie für den E-Pass interessiert haben, die finden das auf einmal lustig, was der Onkel Schäuble dann erzählt und so weiter. Also da haben wir viel mehr Möglichkeiten und da sind wir erst am Anfang einer Entwicklung und mittlerweile auf euren Computern, da ist ja ein ganzes Fernsehstudio drauf, ein ganzes Radiostudio und wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, macht es mal, das geht immer einfacher und ja. Eine andere Sache ist, das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, sich zu partizipieren und das verstehen viele manchmal nicht. Schenke einen Link. Also, wenn man kein Geld spenden will, wenn man keine Zeit spenden will und so weiter, aber man hat ein eigenes Blog oder man hat einen eigenen Mr. Wong oder Delicious Feed oder sonst irgendwie, einfach mal Sachen verlinken, weil je mehr Links gute Angebote haben, umso höher rutschen sie bei Google und bei anderen Sachen und so mehr Aufmerksamkeit geht auf unsere Themen drauf und so kann man eigentlich ja ohne viel Zeit, ohne überhaupt einen Aufwand irgendwie so ein bisschen sich partizipativ engagieren. Ja, aber Google weiß nicht, ob jemand schlecht oder gut ist. So, das ist das Problem. Ja, das wiederum, also bei Social Bookmark Systemen könnt ihr auch schlechten Sachen mit schlechten Keywords irgendwie einen Link schenken. Genau. Ja, aber manchmal werden die dann halt einfach rausgestrichen. So, mit Google Bombing funktioniert nicht immer. Ja. Eine andere Sache. Jetzt kommen wir mal zum Punkt 3, Schreibzauber. Und ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, oh Gott. Ja, schreibt verständliche Hintergrundtexte. Also, ich weiß, ich schaffe das auch nicht jedes Mal. Wir diskutieren auch viel zu viel mit uns selbst so, auch wenn wir dann alle das gegenseitig verstanden haben, worum es geht mit der Technologiefolgeabschätzung, was irgendwelche Gesetze machen. Wir brauchen trotzdem einfach verständliche Hintergrundtexte, die einfach mal unseren Eltern erklären auf 3 oder 4 Seiten, worum geht's eigentlich. Noch besser sind natürlich Comics, aber ich glaube, es ist einfacher, so einen Hintergrundtext zu schreiben, als ein cooles Comic zu zeichnen. Aber wer gerade gut Comics zeichnen kann, sehen wir auch gerne. Ja, auf jeden Fall, Hintergrundtexte sind immer sehr sinnvoll, die das Ganze ein bisschen plastischer machen, die das am besten auch ein bisschen runterbrechen in die Lebensrealität rein, wieso irgendwelche Gesetzesvorhaben irgendwie irgendwen betreffen könnten und so weiter. Ja, eine andere Sache ist, wir brauchen mehr Flyer-Texte. Mittlerweile gibt es ja auch eine ganze Menge Flyer so zur Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Auch da haben wir
mit der Zeit so die Erfahrung gemacht, also Bleiwüsten kommen überhaupt nicht cool. Die kann man erstmal ganz schlecht layouten und keinen interessiert so ein Text, wo irgendwie in Schreibgröße 8 alles erklärt ist, was man irgendwie unterbringen könnte, aber der nicht mehr lesbar ist. Deswegen ist es halt sehr sinnvoll, Flyer-Texte zu haben, die halt, ja, verständlich ist, kurz und knapp und die halt einfach mal erklären, worum geht's. Vorratsdatenspeicherung ist schlecht aus 1, 2, 3, 4 Punkten. Hier kann man sich weiter informieren. Diese Flyer-Texte kann man im Optimalfall sofort layouten, da komme ich später noch dazu, und ins Netz stellen als PDF, weil dann können andere Menschen hingehen, die halt dann mal in ihrer Fußgängerzone einen Stand machen wollen gegen die Vorratsdatenspeicherung oder gegen Softwarepatente. Da gibt es ja erfreulicherweise immer mehr Menschen, können sich diese Flyer ausdrucken und können diese Flyer mitnehmen und verteilen. So kann man dann auch irgendwie mithelfen, was zu machen. Ja, eine andere Sache, das müssen wir auch eigentlich noch viel mehr machen, Wikipedia-Texte verbessern. Also es gibt eine ganze Menge Wikipedia-Texte, die eigentlich noch ein bisschen mehr Arbeit gebrauchen könnten, vor allen Dingen Hintergrundtexte zu wichtigen Themen. Netzneutralität ist mir letzte Woche aufgefallen, müssten wir nochmal verbessern und andere Sachen, um da einfach den aktuellen Stand irgendwie zu schaffen, um halt auch die ganze Kritik unterzubringen, natürlich immer neutral point of view und so weiter beachten. Aber Wikipedia wird immer mehr zur Referenz, auch Journalisten orientieren sich immer mehr zu Wikipedia und wenn man da irgendwie alle Knackpunkte reinbringt in neutraler Form und alle Kritikpunkte, dann ja, ist uns dabei auch schon geholfen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die hängen den ganzen Tag in der Wikipedia und wollen da was tun und verbessern normalerweise Rechtschreibfehler, aber hier kann man mal was Sinnvolles oder Sinnvolleres tun. Ja, ein leidiges Thema unter allen Nerds. Jetzt haben wir coole Flyer-Texte, jetzt haben wir coole Hintergrundtexte und so weiter, aber wer layoutet die? Sollen wir das selbst tun? Ja, was dabei rauskommt, das wissen wahrscheinlich die meisten irgendwie. Okay, jeder kann irgendwie theoretisch mit Scribbles oder sonst irgendwie umgehen. Aber selbst ich bin kein Designer, also das sieht dann ganz schlecht aus. Und es ist viel besser, wenn wir Leute haben, die designen können, die dafür aber keine Hintergrundtexte schreiben können oder Flyertexte, aber gerne helfen, uns irgendwie Flyer zu gestalten, die wir dann als PDF im Netz stellen können. Banner sind sehr wichtig, also Banner im Netz so, die man halt in seinen Weblog einbinden kann. T-Shirts sind immer cool. Ich meine, die meisten tragen ja auch ganz gerne nette, schöne T-Shirts. Und noch besser sind eigentlich immer Animationen. Aber da muss man halt schon ein bisschen mit Flash und so weiter sich auskennen. Aber so Animationen wie die Trusted Computing Animation von der Uni Augsburg oder wo das herkommt, die sind einfach nur zu gut, um irgendwelche Sachen zu erklären. Also bei dieser Trusted Computing Animation ist ein Student hingegangen, musste eine Studienarbeit abliefern und hat in 3 Minuten die ganze Kritik an Trusted Computing und Digital Rights Management Systemen visualisiert, das eigentlich jeder sofort verstanden hat. Und wir dachten vorher immer, wir müssen so eine halbe Stunde lang erklären, was Trusted Computing und DRM ist und so weiter. Und kaum hat man eine Visualisierung, klappt's. Also, wir brauchen mehr Designer. Und wenn ihr Designer kennt, die irgendwie helfen wollen, schickt sie zu uns. Schickt sie zum AK Vorratsdatenspeicherung oder auf Netzpolitik oder sonst wie. Wir haben eine ganze Menge Arbeit. Aber wir haben keine Designer oder nur wenige. Ja, eine andere Sache, das eben auch schon so ein bisschen mit Monitoring und Recherche von Lobbygruppen und so weiter, das müssen wir natürlich auch alles ein bisschen besser visualisieren. Es reicht halt nicht, wenn wir die ganzen Informationen an Wiki packen oder sonst irgendwie. Es ist halt viel besser, wenn man dann irgendwelche Netzwerkposter hat, so wer hat wen gekauft, wer hängt bei wem im Aufsichtsrat und wer hat Interesse an welchen Gesetzgebungen. Ja, können auch am besten Designer. Eine Sache für die Techies. Ich glaube, hier gibt es mehr Techies als an anderen Orten, wo ich manchmal solche Vorträge halte. Wenn man keinen Bock hat, Texte zu schreiben, sich auf die Straße zu stellen, zu designen und so weiter, aber man kann programmieren und man möchte halt programmieren, dann kann man eine ganze Menge sinnvolle Sachen tun. Man kann einerseits, ja, also hier habe ich mal programmiere Infrastrukturen für den sozialen Wandel beschrieben. Es gibt eine ganze Menge Content-Management-Systeme, die frei sind und die zum Beispiel von einer ganzen Menge NGOs und Initiativen verwendet werden. Also im Moment ist es relativ trendy Drupal. Drupal ist auch echt cool. Früher war mal trendy Typo 3, ist nicht so cool. Da gibt es noch eine ganze Menge andere wie Yomla und so weiter. Und hier kann man eigentlich eine ganze Menge Module noch dazu programmieren, die man halt mit deren Hilfe man viel besser Kampagnenfunktionalitäten haben kann. Also im Endeffekt, dass auch Leute hingehen können, also das leidige Problem, man möchte mal schnell eine Kampagne machen, man hat die ganzen Texte, man hat vielleicht sogar schon ein Design, aber wer setzt dieses scheiß Content-Management-System auf und passt das an?
Und wenn man das alles vereinfacht, wenn man vielleicht noch mehr Module hat, dass man sofort so eine Unterschriftenliste eingebaut hat, dass man andere Sachen sofort eingebaut hat, dann hilft das nicht nur uns, dann hilft das auch irgendwelchen anderen NGOs. Eine andere Sache ist, was gerade irgendwie immer ein bisschen trendiger wird, Widgets. Widgets ist einerseits so irgendwie so ein YouTube-Video zum Einbinden in der Webseite oder irgendwelche animierten Banner, ist meistens irgendwie JavaScript. Und damit kann man eine ganze Menge Sachen machen, weil es sind halt, ja, zum Beispiel animierte Banner. Man kann halt, früher hat man halt so ein Banner designt und das konnte man in seinen Weblog einbinden. Mittlerweile kann man das als Widget sehen. Man hat immer noch was Schönes designt, das man einbinden kann, aber wo man halt zum Beispiel die neuesten RSS-Feeds automatisch von einem AK-Vorratsdatenspeicherung runterlädt oder andere Sachen. Also da gibt es halt auch noch ganz viele Gestaltungs- und Spielmöglichkeiten. Diese ganze Entwicklung ist erst am Anfang, aber Widgets sind halt eine sehr sinnvolle Sache, weil sie viral funktionieren. Weil die Menschen einfach ganz schnell hingehen können, copy and paste, ein bisschen Source Code einbinden in meinen Blog oder sonst wie und man hat was getan. Und im Optimalfall, wenn wir eigene Widgets haben, dann und das in all euren Blogs eingebunden ist, dann können wir auch zentral steuern, was jetzt, wie die gerade aktualisiert werden, welche Informationen jetzt draufkommen. Wir können auf neueste Kampagnen, Motive hinweisen oder neueste Aktionsvorschläge und so weiter. Ja, eine andere Sache, betreibt selbst freie Infrastrukturen. Also einerseits beteiligt euch an Freifunk, an freien Netzwerken, dass wir freie und unabhängige Infrastrukturen bekommen. Ja, und baut mit bei Anonymisierungsinfrastrukturen, I2P oder JAP oder Tor. Ja, gibt es ja hier Unmengen Vorträge, wo man sich da ein bisschen näher informieren kann. Und im Endeffekt, wenn es auch irgendwie, ja, wenn der Fu auch ein bisschen da ist, dass Tor immer mehr verboten wird durch Vorratsdatenspeicherung, macht's einfach. Also wir müssen auch ein bisschen zivilen Ungehorsam zeigen und uns nicht einschüchtern lassen. Wir brauchen diese freien, anonymen Infrastrukturen und nicht nur wir. Also auch eine ganze Menge Dissidenten in totalitären Staaten sind darauf angewiesen, eigentlich, dass wir ihnen diese Infrastrukturen liefern. Und deswegen, da kann man eine ganze Menge Gutes mit tun. Ja, eine weitere Sache ist, die meisten von uns wissen, wie man halt mit Tor und so weiter umgeht, aber unsere Eltern wissen das nicht und selbst unsere Freunde wissen das nicht und so weiter. Also wir brauchen eigentlich mehr verständliche Dokumentation, wie man PGP verwendet. Zur Not auch, wie man das mit Outlook verwendet und so weiter, weil das nutzen einfach eine ganze Menge Leute, auch wenn wir das nicht wollen. Wie man Tor verwendet und so weiter. Die Interfaces müssen einfacher werden von Tor und so weiter. Also meistens sind die Leute ein bisschen überfordert mit der komplexen Installation. Aber hier kann man auch mithelfen und wenn man sich für Anonymisierungstools oder PETs interessiert, ja, helft mit, die verständlicher zu machen. Eine andere Sache ist, ja, unterstützt Organisationen und macht ihnen ihre Infrastrukturen. Also es gibt eine ganze Menge Kampagnen, eine ganze Menge Initiativen, die eigentlich viel mehr gerne machen wollen würden, aber meistens kann keiner HTML, keiner kann das Content-Management-System bedienen oder einen Mailing-Listen-Server einrichten. Und wenn man halt Admin ist und am liebsten Admin-Arbeiten macht, kann man halt seine Hilfe anbieten. Aber auch hier sollte man beachten, rennt nicht weg, wenn ihr eine neue Freundin habt oder sonst irgendwie, weil dann ist die ganze Organisation am Arsch und dann kann keiner mehr irgendwie die Mailinglisten administrieren oder irgendwie das Content-Management-System. Das ist auch ein großes Problem überall. Ja, eine Sache, die eigentlich überall fehlt, Geld. Kann man spenden. Sollte man auch spenden, wenn man halt keine Zeit spenden möchte oder trotzdem irgendwas unterstützen möchte, weil Aktivismus braucht Geld und selbst wenn wir halt coole Flyer haben, wenn wir sonstige Postkartenmotive und so weiter haben, wir rennen eigentlich immer viel zu viel rum und suchen Geld, um diese Flyers oder Postkarten zu finanzieren. Und auch eine große Demo wie gegen die Vorratsdatenspeicherung braucht einfach eine ganze Menge Geld. Und auch hier der Hinweis vielleicht, man sollte sich halt mal, ja, wir müssen Strategien entwickeln, wie wir Geld zum Beispiel auch aus der Generation unserer Eltern bekommen. Die haben mehr Geld als wir, manchmal, und haben weniger Zeit und Lust, sich zu engagieren. Aber hier müssen wir auch für die, also auch für die Zukunft mehr Fundraising-Strategien entwickeln. Und auch hier kann man halt sich einbringen und kann halt schauen, wie man halt irgendwie Geld akquiriert. Das geht zum Beispiel, indem man Anträge schreibt bei Stiftungen und Förderungen. Gibt es leider noch nicht so viele. In Deutschland gibt es eigentlich fast nur die Stiftung Bridge, stiftung-bridge.de oder bewegungsstiftung.de. Da kann man einmal im Jahr, ich glaube am 15. April, ja, kann man Förderanträge schreiben. Und wenn man Glück hat, kriegt man aus der Lotterie ein bisschen Geld ausgelost. Und das ist sehr sinnvoll, da brauchen wir mehr. Aber man kann auch
mal schauen, wie man aus anderen Töpfen irgendwie Geld bekommt. Also es gibt eine ganze Menge EU-Anträge, EU-Programme und sonstige Sachen. Da kann man sich irgendwie rausfinanzieren. Wenn man sich zum Beispiel die Umweltbewegung anschaut, die kriegen mittlerweile eine ganze Menge Gelder von der EU-Ebene. Und warum nicht auch mal schauen, dass wir halt so mittelfristig da irgendwelche Töpfe angraben können. Aber auch hier brauchen wir Leute, die einfach in der Lage sind, so einen Scheiß Text zu schreiben. Und das ist nicht einfach und das macht auch nicht jedem Spaß. Aber es gibt Leute, die haben dafür ein Faible und Talent. Ja, letzter Punkt auf die Straße so. Ganz wichtig ist, das haben wahrscheinlich die meisten gemerkt, Mundpropaganda. Mundpropaganda, erzählt einfach irgendwem was davon. Wenn ihr auf Partys seid, wenn ihr bei euren Eltern seid, beachtet immer, nicht voll labern, argumentieren, nicht beleidigen und so weiter. Ne? Aber ja, man kann halt jedem und allem eine ganze Menge erzählen und versuchen, das Bewusstsein ein bisschen zu steigern. Manche haben da ein bisschen Talent drüber dafür, andere nicht ganz so viel, aber man kann das lernen. Man kann auch argumentieren lernen. Wenn man argumentieren lernt, dann hilft das auch für andere Bereiche des eigenen Lebens und so weiter. Auf jeden Fall redet darüber mit vielen Menschen, bloggt darüber, schreibt darüber, macht sonst was damit. Ja, wichtig sind auch Infostände. Kann man in der Fußgängerzone machen, muss man nicht, kann man auch woanders machen. Im Moment gibt es ja zum Beispiel diese Aktion von der Aktion Mensch, wo irgendwie in 100 Städten irgendwelche Kinofilme gezeigt werden. Die suchen zum Beispiel immer noch Infostände aus unseren Reihen. So Menschen, die sich hinstellen mit unseren Flyern vom AK Vorratsdatenspeicherung oder sonst irgendwie sich da hinstellen und den Menschen einfach erklären, worum geht's da überhaupt. Wie können die Menschen auch was mit beitragen. Man kann eigene Kulturveranstaltungen machen, indem man halt ja, entweder in eigener Regie an irgendwie lokalen Orten Informationsveranstaltungen macht. Man kann Partys feiern, Creative Commons Partys oder sonstige Sachen. Man kann Organisationen anbieten, mit ihnen zusammen Veranstaltungen zur Vorratsdatenspeicherung oder sonst wie zu machen. Und man kann kleine Aktionen machen. Also man kann sich in der Fußgängerzone ausziehen und vorher irgendwie die Lokalpresse anschreiben. Ausziehen für den Datenschutz, so, ne? Also man muss sich noch nicht mal ganz ausziehen. Die Lokalpresse ist schon beeindruckt, wenn man da in Unterhose steht und so. Aber es funktioniert. Man braucht kein Geld dafür. Und man kann halt auch ein bisschen kreativer werden und sich andere Sachen ausdenken. Also da haben wir auch noch ganz viel Kreativität, die notwendig ist, aber auch ganz viel Freiraum, den wir halt noch nicht wirklich ausgefüllt haben, um neue Sachen zu finden. Eine andere Sache ist, die machen wir in Berlin ganz gern, weil hier haben wir eine ganze Menge Lobbygruppen, Guerilla-Aktionen. Also wir haben früher mal das Problem gehabt, oder was heißt Problem, wir haben irgendwann mal so analysiert, wenn wir zur Pressekonferenz einladen, kommt kein Schwein. Heise vielleicht. Aber Heise können wir auch eine Mail schreiben, dann kommen die auch manchmal oder schreiben darüber. Aber sonst Presse kommt nichts. So haben wir uns mal überlegt, na, gehen wir einfach dahin, wo die Presse ist, weil die sind meistens bei der Industrielobby oder anderen Sachen, weil da gibt es Buffet und sonstige Sachen. Und da kann man halt auch hingehen, da kann man sich auch reinschmuggeln. Also wir haben ja vor 2 Jahren, haben wir auf so ein Microsoft-Lobby-Event hier in Berlin Pinguin-Kostüme reingeschmuggelt. Und also das war medial eigentlich ein Riesenerfolg. Wir haben es bis ins Forbes Magazine geschafft, in den USA so, weil schlechte Woche für Bill Gates, Würmer, Viren und Pinguine. Und wir haben dann auch sofort davon eigene Bilder gemacht, einen Livestream der Veranstaltung rausgeschickt und so weiter. Und sie dachten, die haben uns dann irgendwann rausgeschmissen, aber haben gar nicht mitbekommen, dass wir das Ganze live im Netz dokumentiert haben und mit hochauflösenden Bildern für die Presse und so weiter. Und damit haben wir halt eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf so eine Haushaltsdebatte in Berlin gelenkt, wo es um Linux oder Windows ging oder sonstige Sachen. Ganz gern gehen wir auch zu Veranstaltungen wie der IFA oder der Popcom. Wir haben da so ein großes Kopierschutz-Entmündigt-Banner, 10 Meter mal 2 Meter. Das kann man immer schön ausspannen und mal Fotos machen. Bei der Popcom hatten wir dieses Jahr ein bisschen Glück. Da rannte dann noch so ein Tagesschau-Kamerateam rum. Die haben wir dann noch drauf hingewiesen, dass wir da gleich mal ein Banner entrollen. Und dann haben wir es auch kurz in die Tagesschau geschafft und so weiter. Und das sind halt die Sachen, die machen eigentlich am meisten Spaß, kosten am wenigsten Geld. Ja, und haben die meiste Wirkung. Also kann man auch immer schauen, wenn dann der Schäuble irgendwie in die Nähe kommt, so kann man sich halt auch irgendwelche Aktionsformen überlegen, ob man da jetzt halbnackt vom Schäuble rumhüpft oder sonstige Sachen. Ist alles offen. Ja, und generell,
Das war es eigentlich auch schon. Bei allem, was ihr macht, was ihr ins Internet publiziert, verwendet freie oder offene Lizenzen, verwendet irgendwie freie Software-Lizenzen, verwendet Creative Commons-Lizenzen. In der Optimalfall bei Creative Commons-Lizenzen remixfähig und kommerziell verwendbar, weil dann kann man auf den Sachen von anderen aufbauen. Und außerdem, die Verwendung von freien und offenen Lizenzen ist einfach ein politisches Statement in Zeiten von unserer Urheberrechtsgesetzgebung. Ja, und das war's. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 10 Minuten Zeit für Fragen oder sonstige Sachen. Oder ihr könnt über Erfahrungen erzählen. Und das sind meine Kontaktdaten. Ja, danke. Ja, eine Anmerkung zu diesen Geschichten mit den Remixes. Ich sehe das teilweise kritisch. Ich finde die als Satire hervorragend. Man sollte sie aber auch ganz klar als Satire kennzeichnen und sie ganz klar aus der seriösen und wirklich handfesten Debatte rauslassen, weil da wird jedem Politiker eine Steilvorlage gegeben, aber die kann man eh nicht ernst nehmen, die verdrehen unsere Aussagen so, da mit denen diskutieren wir erst gar nicht. In der seriösen Diskussion würde ich andere Argumente bringen und um Aufmerksamkeit zu erregen als Satire kann man sowas durchaus machen, aber ich finde, das sollte man aus der seriösen Diskussion rauslassen. Das halte ich für ganz wichtig. Ja, Herr Beckedahl, vielen Dank für Ihre launige Darbietung. Ich bin einer von den Politikern, die Sie eben mehrfach angesprochen haben und ich möchte eine Sache unterstreichen, die Sie genannt haben. Kontaktieren Sie die Abgeordneten. Das ist ganz wichtig. Die Abgeordneten sind teilweise, haben von den Dingen, die sie zu entscheiden haben, teilweise keine Ahnung und nicken dann das ab, was entsprechend von der Verwaltung vorgelegt wird. Deswegen, und das, was Sie gesagt haben mit der E-Mail, auch das stimmt. Bei mir geht das genauso. Ich lese sie alle, aber da geht vieles nach Dev 0. Schreiben Sie Briefe. Eingangs sagten Sie eben mit dem 55 Cent, da haben Sie sich gut gefühlt. Investieren Sie ruhig, wenn Sie die Zeit haben oder das Geld haben, diese 55 Cent vielleicht jede Woche oder sogar jeden Monat. So, da erreichen Sie wirklich was. Und das nächste ist, die Leute leben von den Diäten, das sind also Ihre Angestellten, laden Sie die ein. Laden Sie Ihre Abgeordneten ein zu einem Thema wie Vorratsdatenspeicherung. Da müssen Sie erstmal schlau machen, was das überhaupt ist. Ja, aber dafür sind die da, dass sie zu Ihnen kommen, in die Hochschulen oder wo auch immer hin, in die Initiativen, in die Bündnispartner, sodass sie dementsprechend der Öffentlichkeit herstellen. Es reicht nicht, wenn man sich hier im Raum einig darüber ist, dass Sie da oben alle doof sind. Das ist nicht zielführend, ja? Sondern Sie müssen entsprechend immer die Öffentlichkeit herstellen. Und eine Sache, da möchte ich Ihnen widersprechen, das haben Sie aber ja auch launig dargeboten, Lobbyismus macht sehr viel Spaß. Lobbyismus macht dann Spaß, wenn Sie sehen, dass das, was Sie gesät haben, so langsam aufgeht in Ihrem Sinne. Das ist teilweise ein sehr dickes Brett, was Sie bohren müssen. Es dauert, aber wenn das dann aufgeht und Sie sehen, aha, da habe ich einen Teil dran mitgearbeitet, dann macht Lobbyismus sehr viel Spaß. Ich wollte noch mal sagen, ich fand, das ist ein bisschen untergegangen. Die Politiker, die sind nicht nur doof und ungebildet, die haben meistens auch Angst vor diesen neuen Dingen. Und ich finde, es ist auch unsere Aufgabe, den Politikern diese Angst zu nehmen, indem wir sie aufklären und ihnen sagen, wie es wirklich steht. Und wenn wir es schaffen, ihnen die Angst zu nehmen, dann werden sie vielleicht auch von sich aus mehr hingehen und sich informieren. Hallo? Okay, Thema verständliche Aufbereitung von Texten. Es gibt einen Text in der Datenschleuder, ich weiß leider nicht genau, welche Ausgabe, googelt nach irgendwann wie Stevens schreiben. Darin wird beschrieben, wie man unnötige Wörter aus technischen Dokumentationen oder aus irgendwelchen Texten einfach rausstreichen kann und die dadurch flüssiger lesbar macht. Ja, ich glaube, von Sushi ist der. Von Sushi. Ich jetzt? Ja, was ist Ihrer Meinung nach medial die beste Art auf so Leute, ja, wir finden das blöd, aber wir stimmen trotzdem zu, weil Fraktionszwang, Stichwort Andrea Nahles, zu reagieren? Was ist da Ihrer Meinung nach der beste Weg, Druck zu machen? Ja, bei Andrea Nahles und den 26 SPD-Abgeordneten, die irgendwie dafür gestimmt haben, aber eigentlich dagegen war eigentlich am einfachsten überall darauf hinweisen, dass es diesen Text gibt, wo sie argumentiert haben, warum sie dafür gestimmt haben, aber dagegen waren.
Und das hat am medial am meisten gebracht, weil sie hätten einfach sagen müssen, Fraktionszwang. Dann hätten es vielleicht die meisten Leute wenigstens verstanden, aber so eine blöde oder krude Argumentation zu finden, das hat ihnen eine ganze Menge schlechte PR eingebracht. Und darauf hinzuweisen, war eigentlich das Sinnvollste. Also die sind so oder so unglaubwürdig, dann aufgrund ihrer eigenen Erklärung. Also ich glaube, viele Journalisten hätten es eher verstanden, wenn sie mit Fraktionszwang argumentiert hätten. Den normalen Bürgern war es ja auch gar nicht mehr vermittelbar, warum sie jetzt dafür gestimmt haben, aber dagegen waren, wenn die normalen Bürger ohne Ahnung von Politik und Fraktionszwang sich diesen Text durchgelesen haben. Ja, danke. Ich wollte noch einen Punkt nennen, der mir fehlt, auch wenn man dann nicht mehr auf die schöne Zahl kommt. Und zwar, werde selber Politiker. Also wir können lange rumheulen, dass die Politiker sich alle nicht auskennen und alte Männer sind, die Angst vor dem Internet haben. Oder wir suchen uns selber mal eine Partei, von der wir am wenigsten kotzen müssen und gestalten selber mit. Weil zumindest theoretisch kann man, wenn man selber in einer Partei ist, auch das Parteiprogramm mitbestimmen. Ja, kann ich nur empfehlen. Mach das. Also sehr sinnvoll, brauchen wir mehr Menschen oder unterstützt Jungpolitiker, die in den Jugendorganisationen drin sind und uns nahestehen und helft denen. Aber es ist ein sehr mühsamer Weg und man braucht manchmal 10, 15 Jahre, um mal einflussreiche Posten zu bekommen. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, man kann relativ schnell Parteiprogramme mitgestalten und die Texte schreiben, aber in der Realität versteht die dann keiner, was in ihren eigenen Parteiprogrammen drinsteht. Und das ist immer so eine digitale Kluft. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Österreich gibt es eine öffentliche Begutachtung für alle neuen Gesetze, also den normalen Weg nehmen. Und wir haben, das ist normalerweise so für Interessensverbände, für Landesregierungen, Ministerien gedacht. Wir haben uns einfach das Recht rausgenommen, als Datenschutzverein selber eine Stellungnahme in die Begutachtung zu schicken und waren dann sehr positiv überrascht, dass das auch von den Medien aufgegriffen wurde, dass die daraus zitiert haben. Und das ist dann auch das, was jedem Politiker in einem Ausschuss dann vorgelegt wird. Ja, haben wir leider in Deutschland nicht. Also sie reden immer davon, dass man Gesetze evaluieren sollte, aber in der Evaluation kommt dann meistens raus, dass sie sinnvoll sind, auch wenn alle sagen, sind nicht sinnvoll. Also Sicherheitsgesetze nach dem 11. September. Aber brauchen wir in Deutschland auch. Und ich hätte noch eine Bemerkung. Sie reden über Juristen. Ich bin Jurist, ich war mal Informatiker. Ich sehe oft, dass Informatiker, die versuchen dann, wenn sie Lobby machen, den Juristen auf juristischer Ebene zu verbessern. Und ich betrachte das als ein Fehler, dass die Politiker fehlt eben die Information über dem Fachgebiet, über die Informatik. Und manchmal sind die juristischen Argumente sind ziemlich amateuristisch und die sollte man möglichst vermeiden. Das ist meine Empfehlung. Ja, danke. Sehe ich auch so. Noch Wortmeldungen? Ja, gibt nichts mehr. Ansonsten, ja, ich bin noch hier. Heute Abend gibt es im Music in Store noch Freibier vom Linux-Tag. Das ist Tucholsky Straße 48, nicht weit weg. Ja, da bin ich dann auch. Ciao.